Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV mit allen aus dem Team. Das ist unser neuer Teamname, by the way. Wow. Nice. Wir schauen uns heute an ein Best-of vom Bauer Hermann. Ja, der hat uns ja schon so erquickt bei den besten deutschen Memes, wenn ich mich recht entsinne. Und dann habt ihr gesagt, Leute, da geben wir auch richtig geile Best-ofs von. Und Sven hat eins rausgesucht. Das ist es. Bauer Hermann Best-of. Let's go. Bauer Hermann, World Premier. Ja. Ach du Schande. Jawohl. Bauer Hermann folgt Jahre aus dem Bett dran. Und läuft und läuft. Alter, und Bauer Hermann ist voll leise. Scheiße. Meistens jedenfalls. Das haben wir in den Memes gesehen. Scheiße, ja. Ja. An den Trecker hatte mein alter Nachbar auch. Von meinen Eltern. Da bin ich schon mitgefahren. Masai Ferguson? Ist da hinter wieder einer? Ja, dieser komische Rode da. Ist da hinter ja, wieder mal. Einer? Fahr mal vorbei! Scheiße, dann hab ich da immer auf dem Radkasten da gesessen. Guck da wieder einer! Wäre ich doch den Hinterberg umgefahren! Damit, Scheiße! Ich glaube, das ist ein MF. Er läuft zurück, Mensch! Er läuft zurück, die Schwein! Jetzt nur die Nerven behalten. Komm, ja. Die ab! Komm, dann noch was! Oi, oi, oi. Keine Zeit für große Begrüßungen. Hermann Alter. Muss sich ranhalten. Hallo! Mach mal hier vorne zwei und hinten drei drauf. Grüß dich. Hier zwei drauf. Ja. Und hinten drei. Ja, okay. Da einen Unterlenker schleifen hier, den muss man höher machen. Der geht nur mal hoch, die Hydraulik ist nicht so gut. Oh. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das Acker ist schon, holy shit. Ja. Oh, Alter, die ist voll. Ja, mach mal drei voll drauf. Mal. Ja. Als ob der Trecker, der nicht mal im Berg hochfährt, mit zwei Anhängern noch irgendwie loskommt. Der muss den Berg dann wieder runterfahren. Vor allen Dingen drei von den Dingern da drauf. Never ever, Alter. Oder ist das geschnitten? Ist das vielleicht schon die zweite oder so? Oder ist das auch die erste? Die weiß ich nicht. Selbst wenn das jetzt schon das letzte wäre, würde ich sagen, kommt der nicht mehr weg. Ich bin jetzt Profi, ich habe Snowrunners gespielt, ja. Aber das läuft nicht. Der hat ja noch eine freie. Ja. Da geht er noch! Das sieht aus wie eine Schaufel. So, jetzt ist genug. Ah, jetzt genug. Getrocknete Zucker. Hast du gemistet? Für seine Küche. Ich glaub, du spinnst. Bei dem Chaos da im Stein. Hey, ich kann überhaupt nicht mehr folgen, was hier gerade passiert. Ja, ich glaube, das hat schon ein bisschen zusammengeschnitten. Ja, ich glaube, der hat er tatsächlich bis da gekriegt. Ja? Ja. Krass. Und rückwärts eingepackt, vor allem rückwärts eingeparkt die Karre auch bei sich da auf dem engen, auf der engen Zufahrt. Bauer Hermann braucht einen 24/7 Livestream. Ja, Respekt an Bauer Hermann, Junge. Guck dich das an! Gib dir nicht so viel mehr hin! Ab 5 Uhr früh, nicht Land und als Mist. Wo kommt das Wasser her? Wo kommt das Wasser? Also langsam kapiere ich nichts mehr. Es hat doch nur gestern nicht groß geklappt. Der muss komplett im Arsch. What the fuck? Schön mit so einem Stolz. Mit einer Holzlatte einfach mal. Mein Vater hat das tatsächlich mal mit seinem Trecker geschafft. Das Ding geht ja normalerweise mit so einem Hydraulik hoch, dass es halt auch oben bleibt. Und ist mit dem obenen Fenster, also mit dem geöffneten Fenster quasi, oben gegen die Dachrinne von der Scheune gefahren. Oh, Scheiße. Damit sich das ganze Fenster kaputt gemacht hat. Komplett zerberstet. Das war es. Die Nacht immens irgendwo geregnet haben. Schluss an, ich geh da jetzt rein. Ich hab Gummistiefel. Gib mal her, die ganze Scheiße. Hier. Weg hier! Ganze Scheiße verkloppt mit der Besser. Macht gar Spaß mehr, die. Bulle Bulli, sonst die Ruhe selbst, ist heute leicht gereizt. Aua. Hat er kurz überlegt. Das ist aber ein ordentlicher Bulle. Jo. Das ist Spado, du, der hat ja
Ist ein ganz lieber. Aua. Ist ein ganz lieber. Jauche fahren. Das war geil mit der Jauche. Oh, das ist richtig das eklig. Ist so, ich hab das gibt übrigens. Verladen, diese Tritte geben übrigens richtig, richtig fiese blaue Flecken. Oh, das sehe ich manchmal bei Frau Eieruhr. Ach, die bekommt manchmal auch was ab. Ja, das sieht dann wirklich so aus. Das sieht dann wirklich echt schlimm aus. Also die einmal komplette Oberschenkel, Unterschenkel, wo auch immer getroffen wird, aua, komplett einmal in allen Farben. Jay ist der Zuchtbulle. Rainbow Man. Da lässt er sich nicht helfen. Auch nicht von Hildegard. Die blauen Flecken haben immer so einen Eichelabdruck. Scheiße doch! Scheiße! Scheiße! Leck mir raus! Früher ging das immer ruckzuck, aber hygienisch mit 72 alles. Ein Kraftakt. Komm mal drüber! Boah, mit den Haaren dann überall da dran, ey! Los, ja, guck mal. Mann. Ist das ekelhaft? Guck doch! Es ist nicht wahr, ne? Was ist das denn? Ja, komm her, du kriegst es doch, Roku, Mensch! Ja, 500 Mark, 6 Kühe. Viel zu teuer, hier hast du. Viel zu teuer, du. Ich lache mir aus. 500 Euro ist das. 1000 Kiste für die Kuh. Wir geben sie dich heute nicht. Da fehlt doch noch was. Was denn? Da hat er den Schal. Hör damit. Nee. Was? Verarscht er oder die Leute, ey? Was war das denn? Herr Bauer, ja. Hat er eine Kuh gekauft oder verkauft? Naja, wenn er Geld gibt. Geschnallt habe ich das noch nicht. Oder war das Wechselgeld? Weiß ich auch nicht mehr. Entweder so oder jetzt so. Jetzt guck ich nach. Oh, wow. Kommt er in den Mercedes-Kombi. Alter. Warte mal, warte, bleib hier. Schlitzohr, du. Was denn? A60 war das. Ja, ist gut. Das schenke ich dir, weil du ein guter Mensch bist. Bitte, also 500 Mark, sehr zu höher, du. Das ist haben nicht in irgendeiner Quiz schon mal den Preis, Alter, von das Kühen oder so geschätzt? War das nicht viel mehr? Ja, von einem Zuchtbullen, glaube ich. Wollen die jetzt damit also allen Ernstes die Kuh transportieren mit dem Anhänger und, ja, dem, und dem dieser Gestell selbstgebauten da Korallanlage? Ja. Heilige ich Scheiße. Ich glaube schon. Ah, heilige Scheiße. Das wie Velociraptor drin transportieren. What the fuck? Ja, kein Wunder, dass er getreten wird von seinen Bullen. Alter, oh mein Gott. Als ob das Amt das nicht sehen würde. Die müssten doch den ganzen Betrieb dicht machen. Warum ja, denn? Aber das glaube ich eh. Das sehen die ja nicht, Jay. Aber das ist doch nur eine Kuh, weil das ist daran so schlimm. Die kommt da hinten drauf und fertig. Ich glaube, die kann in der Kurve Stall auch sah umfallen. Auch nicht so geil aus, weil die ganzen Rinder komplett zugeschissen waren. Ja, aber da hat ja doch gerade sauber gemacht, das haben die doch gezeigt. Ja, und die Oberschenkel, hast du die dir mal angeguckt, wenn die in der Scheiße liegen? Ah, der ist halt 72, du kannst es halt nicht mal alleine machen. Der ist zu alt. Aber ich glaube, der ist auch nicht alleine. Ja, okay. Seine, hat seine, Frau, seine 71-jährige Frau ist halt auch, glaube ich, nicht mehr so fähig. Ey. Also ich weiß nicht, ob der noch angestellt hatte, keine Ahnung. Das war jetzt ein bisschen zu, also dieses Best-of war ein bisschen strange, muss ich sagen. Ja. Ist alles ein bisschen zusammengeschnitten, ne? Ja, dem roten Faden folgen war jetzt nicht ganz so möglich. Nee, aber nicht lustig so wirklich. Lustig ist er trotzdem, er war auch schon, puh, naja. Das ist Jay. Also. Lustig, aber naja. Ja, also aus Tierschutzsicht. Ja, gut. Ja, Tiere haben da eh nicht gewonnen, die werden eh geschlachtet, also. Die Tiere wehren sich zumindest. Ja. Ja. Also das war das Bauer-Hermann-Best-of. Wenn ihr sagt, da gibt es noch geilere Szenen oder Dokus drüber, dann sagt mal Bescheid. Für ganze Doku. Call me maybe. Ja, wobei, ich glaube, wir können nicht die ganze Doku nehmen. Das ist so eine NDR-Doku und ich glaube, das funktioniert nicht. Mann, ey, wieso wollen die immer diese Fernsehproduktion? Warum Fernsehen sonst mit ihren Rechten, ey. Wir haben auch ganz viele immer geschrieben, wir sollen mal hier die Lidl-Doku da gucken. Mit dem Pennymarkt. Die Penny-Doku, ach, nee, ja. Penny war das, ja, genau. Ich hatte da einen Community-Beitrag zu verfasst, hatten wir schon mal, aber wurde uns gesperrt, leider. Genau. Also können wir nicht drauf. Also wir haben die erste Folge sogar gesehen, war auch ein lustiges React, aber war können wir nicht veröffentlichen. Sehr lustig. Ja.
Ich habe alle Scheine. A, B und... Ja. Der alte Kutterfahrer. Ja, geil, auf jeden Fall war das hier der Bauer Hermann. Ja, also wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.